Geht weiter. Mhm. Tolle Folgen, ey, die hätte ich gerne gehabt. Zum Glück mache ich die, ey. Toll, ey, du hast das nicht verdient. Ne? Ja. Die Leute wollen das einfach sehen, wie du die ganzen Monster besiegst. Das wollen die gar nicht sehen. Aber ich. Ja, das ist mir schon klar, ey. Und Steve Gitt. Der denkt, der muss sich nur einspielen. Über Donkey Kong Country. Sei verflucht, Mr. Steve Gitt. Die Gitt, die Gitt. Mm. Molly, ey. Molly. Ey, Old Molly. Ich weiß alles über den Wald. Die Leute haben mich Molly. Im Mooswald, im Osten findest du Pilze. Zu medizinischen Zwecken. Im Schatten der Bäume sind sie gar nicht einfach so zu finden. Geil, Molly. Cool Story, Bro. Mhm. Er ist einfach da, ey. Wohnt da oben im... Wo ist denn der Pilz? Wo ist denn der Pilz? Ich sehe ihn nicht. Na, wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Da ist er ja. Da ist er ja. Was haben wir denn da, ey? Steinpilz. Boah, Molly, ey, sein ganzes Leben hat er dafür verbracht, den Pilz zu finden. Hat er nie gefunden. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Pilzen nicht. Hm. Ey, ist das Truhe. Oh Gott, der Knolle! Noch was irgendwie? Nee. So, dann hätten wir das auch erledigt. Hm. Geht voran, ey. Ja. So, dann muss ich hier sein. Oh, ich hab meine Uhr hier. Oh, ist noch Zeit. Wie, deine Uhr? Was wie, hä? Mein Handy geht einfach aus. Das passiert manchmal. Nee, doch nicht. Nicht ins schwarze Loch werfen. Geht eh nicht. Ach so. Glaube ich zumindest. Schießt er so? Oh nein! Mein bestes Rezept ist der Schlaftrunk. Bekannt auf der Welt. Ich suche im Mooswald nach Zaubertaten, aber ich fand den Pilz. Oh mein Gott! Dieser Steinpilz. Ich selbst konnte bisher noch keinen finden. Willst du mir den Steinpilz vielleicht überlassen? Natürlich werde ich dir was anderes geben. Pilzbalken. Nein, ich habe ihn gefunden. Er bei mir. Achso. Na, du bist ja unfreundlich. Pilz abtreten. Abtreten. Natürlich kannst du ihn haben. Ich bin doch nett. Ich bin doch ganz lieb. Ja, danke, damit alle schlaflose, ruhige Nächte bescheren. Zum Dank brauche ich dir einen tollen Schlaftuch. Da die Zubereitung Zeit in Anspruch nimmt, komm doch später wieder. Das ist jetzt nervig. Einmal raus und wieder rein, oder nicht? Nee, so schnell geht das nicht. Ey, ich verfluche diese Folgen. Ja, irgendwas, ey, König ist überhaupt kein Tyrann, ey. Das sind doch richtig doofe Typen. Rap wurde. Noch fester Wald, das ist aber weit nördlich von hier. Willst du da etwa hin? Geh lieber nicht. Ich habe gehört, dass dort Geister hausen. Entenhausen. In Entenhausen. Ich geh nochmal zu Louis. Louis, ey. Hi, Louis. Hallo, ich bin Louis Trigger. Trigger aus Kuba. Das hat halt Junge. Ja. Schließ dich in dein Zimmer ein. Was ist denn da? Der Zoll. Der Zoll, ey. Illegale Ware dabei. Wir können nicht hier weiter. Was ist denn los, Junge? Hinter dem Zoll befindet sich ein Land, das sich Spanien nennt. Ich hörte, die Burg wurde vor grausamem Unhold überfallen. Und ich hoffe, dass ich das nicht machen muss. Ich hoffe, ich muss das machen. Wo willst du denn hin? Ohne Erlaubnis kannst du nicht passieren. Einfach über den Zaun springen und weg, ey. Echt? Oder einfach durch die Bäume. Oder über die Berge hier. Ja, unten rum einfach. Ach, unten rum. Weil ich dich unten rum noch mehr ärgern kann. Jetzt hol deinen Schlaftrunk ab. Meinst du, der ist schon fertig? Ja, sicher. Ich bin mir ja nicht so sicher. Dass du dir da so sicher bist, das ist... 5 Euro! Haha! Zum Glück habe ich nicht eingeschlagen. Ja, leider nicht. Ich merke das immer, wenn du... Eigentlich wüsste ich das wirklich... Ich weiß es doch eigentlich. Immer wenn du dir sicher bist, schlägst du nur ein. Ja, klar. Weißt du, du hast kein Risiko, ey. Gehst kein Risiko ein. Ja, das... Genau das sagt das Richtige.
im Spiel. Knolle, knolle, knolle. Knolle, 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 knolle. Geh in die Knollen, geh in die Knollen. Ja, ich. Ein bisschen weiter, Knolle. Einen Schadenspunkt bekommen, Knolle. Ich weiß gar nicht, worum es geht, ey. Da 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 da. Ab in den Pott mit dem Shit. Dies füllt den Schlaftrunk in den Topf. Das Essen ist fertig, beschäftige dich jetzt bitte. Was gibt's denn für alle Eintopf? Also richtig königliches Essen. Nu, was ist los hier? Oh, die schlafen. Im Stehen. Schnarch. ja, ich nehme einen Krausen. So, wohin gehen wir denn? Geht's hier hoch oder runter? Hoch muss er. Ja, ich habe gefragt, geht's da hoch oder runter? Das weiß ich nicht. Vorraum. Da geht's zum königlichen Thronsaal, da muss doch gar nicht hin. Ja. Ach, Mann, ey. Ey, ich will nicht in den Wald. Ich sag so, muss ich hoch oder runter? Sag da hoch, ey, und dann geht's hier gar nicht weiter. Ich will trotzdem nicht in den Dings. Brauch ihn bald, den Pilz. Wo Otzenplotz wohnt da? Mache dir fix einen Zaubermix. Ja. Da musst du doch hier hoch. War die Bücherei, ne? Hier, ja. Bibliothek meine ich. Und was war hier? Eine das Zimmer von Melina, glaube ich. Maid. Hey, geil. Wieso schlafen die alle im Stehen? Ja, wenn die gerade gegessen haben, dann müssen die ja immer bereit sein, dann stehen die halt. Haben sie so gelernt. Ja, klar. Ah. Und selbst wenn sie müde halt sind, dann erwecken sie immer noch den Anschein, dass sie halt doch irgendwie wach sind, obwohl sie schlafen. Ups! Sie hatte wohl keinen Hunger. Oh, wenn das nicht die Prinzessin ist. Warum schlafen sie nicht, Prinzessin? Sie essen wenig. Oh, wie so ein Psycho, weißt du? Ich muss mir vorstellen, das ganze Schloss schläft, du läufst da rum, auf einmal kommt so ein Typ. Warum essen sie nicht, Prinzessin? Haha, Days! Die Prinzessin scheint dich nicht zu mögen. Verschwinde. Sie sieht aus wie Melina, aber sie benimmt sich anders. Ich muss ja nochmal ihr Zimmer. Ach, ich weiß doch. Das da, oder? Oh, du! Ich glaube, das ist ihr Zimmer. Nee. König! Aber da muss ich gleich hin. Aber ja. Ich will kurz noch in ihren Unterwäscheschrank nachschauen. Was sie für heiße Dinge. Oh, Melina, was hast du denn da schön? Was unterträgt. Noch in ihr Bett rein, ey. Oh ja. Ihren Duft spüren. Was ist denn noch ganz da oben, wo die hingerannt ist? Komm mal mit, ach, da kannst du wieder runter. Ach so. In die Ecke! Was mach ich denn hier, wenn er aufwacht, ey? Ja. Dann denkst du immer, ey, was zum Teufel? Ey, hier. Bloß nicht Statue berühren oder irgendwie sowas. Schnarch. Berühr die Statue. Was für ein Idiot. Oh! Turm. Die hat er ja schon, hat er ja aus einem guten Grund versteckt. Aus einem guten Hund? Guten Grund. Ey, ein Kristall hat er auch gehortet hier oben. Ja, das ist eine Schatzkammer, ist das. Logisch, dass sie jetzt leer ist, ey. Der denkt sich so, ey, ich weiß nicht, was ich damit anfangen kann, aber... Ab in die Schatzkammer. Ja. Zack. Mit der Hermes-Glocke. Och, Mann, ey. Der Götterbote Hermes. Ja, stimmt. Hat sie gesandt auf die Welt. Ja, in Sachen Mythologie bist du ja sehr gut belesen. Ja. Das muss ich ja leider zugeben. Das ist immer nett. Nicht wahr? Ich habe letztens erst wieder Jason und die Argonauten gesehen. Und? Kennst du den Film? Weiß ich nicht. Nein. Ist aus den 60ern, ne? So ein alter Schinken. Mit Stop-Motion Zeug, so Skelette und so. Ach so, ja. Mit fetten Hydra und so. Ich fand die aber geil, die Filme sind ganz witzig. Ich finde die auch gut. Es geht halt darum, das goldene Vlies, kennst du ja die Geschichte von Jason. Ja.
Das goldene Fliegen. Kennt ja jeder. Wenn nicht, schämt euch. So. Ja, jetzt beginnt der Spaß. Hast du aber noch einen Moment Zeit, ey. Können wir gleich mal sehen, ob wir ein Level müssen oder nicht. Ich sag dir eins, ey. Wir müssen leveln. Ja, das sage ich auch, ey. Ich würde, ey, wenn die Fledermäuse... Ey, sorry. Wo gehst du denn doch nicht etwa in den Wald? Hast du schon von den bösen Bewohnern des Waldes gehört? Die drei Bären, ey. Wieso kann ich die Schild nicht lesen? Darf man nicht. Und was hast du mir noch zu sagen? Nix. Ey, echt nicht. Ey, wenn die... Hast du wirklich vor, in den Wald zu gehen, Kleiner? Du bist mutig, Junge. Sei vorsichtig, es leben nicht nur Bösewichte in diesem Wald. Danke. Was machst du eigentlich hier? Die Hermesglocke erklingt. Ey, recht? Wenn die Fledermäuse mir mehr als 20 abziehen, müssen wir leveln. In Gottes Namen, ich hab Angst. Geil, ein Crit. Alter. Es ist tot. Ich hab die Fledermaus besiegt. Da rechts ist noch eine Rüstung. Ja, war dann eine Rüstung? Ja. Ey, dann ist gut. Dann müssen wir vielleicht doch nicht leveln. Wir sind Level 15. Schon witzig. Ja, es ging ja bis jetzt immer. Oh shit, oh shit, oh shit. Catnamed. Oh nein! Rein in die Truhe, versteck dich da und warte, bis sie weg sind. Ja, warte, bis... Naja, ich will jetzt nicht spoilern. Ausgerüstet. Ficken, oh Mann. Boah! Oh, da bin ich klein, Viecher. Oh! Hahaha, da wollte ich dich hin haben, ey. Ja, lass uns trotzdem trainieren. Nee. Das schaffe ich nicht. Ach klar, schaffst du das. Ey, mein Kopf explodiert. Head explode. High explode. What the fuck? Ey, das sind nur die kleinen Fledermäuse, da warten nur viel schlimmere Dinge. Was, Levelaufstieg, siehst du, hast du es doch. Guck mal, ich hab gelevelt für dich. Ja, super, ey. Stärke um 3, da haben wir's. Ich ahne Schlimmes. Level 16, yeah! Oh nein! Oh! Oh! 35? Willst du mich verarschen? Geil. Das wird ein Spaß. Das mach ich nicht mit, ey, nö. Da level ich erstmal. Da mach ich nicht mit. Ich komme nicht mit. Bis 20 Level. Jetzt sei doch nicht so. Bist du nun? Ha! Ah, nein! Die wollen dich, die wollen dich. Ey, holt Verstärkung, holt sie euch alle hin. Ich mach euch alle fertig. Jetzt hab ich dich. Nein! Oh nein, ich bin auch noch irgendwie verwirrt. Cholese! Ey, wir müssen leveln. Ja, wir müssen leider leveln. Er hat's recht. Ich gebe es ja zu. Das fickt die uns kaputt, ey. Ey, das ist echt nicht gut. Renn und dein Leben! Oh nein, die Vergiftung macht mir zu schaffen! Ja, ich kann nach Japan fliegen jetzt. Nee, wie viel Zeit hast du denn noch? Nee, ich hab noch 5 Minuten, das reicht leider nicht. So, Roy, ja, das war ein guter Tat von dir, nicht in den Wald zu gehen. Kauf einfach noch Knollen und so ein und dann gucken wir, wo wir trainieren können, ich hab keine Ahnung. Ja, ich mach das schon. Wir haben nur eine Taklamatta oder wie das heißt da. Was? Zombie-Stadt haben wir nicht mehr. Ja, ich weiß. Also müssen wir in das eisige Gebirge. Ja, ich mach das schon, keine Angst. Oh, okay, cool. Welches Level warst du denn? Da muss man mal gucken in deinen Videos. Ja, ja. Kann ich gar nicht verstehen, ey. Ich glaube, ich war da Level 30 oder sowas. Ja, kann sehr gut möglich sein. Wäre natürlich cool. Das war ein lustiges Abenteuer.
Ja, wir haben ja gerade schon mal den Wald gesehen. Vielleicht sollte ich einfach mal eine Rüstung kaufen. Die hier. Ja. Nein. Was sind da für Waffen? Da kriegst du auch nur eine, davon braucht man ja gar nicht. Was könnten wir denn noch machen? Es gibt, glaube ich, nichts mehr. Es gibt nichts mehr auf dieser Welt. Muss man jetzt immer noch mal durch die Wüste rennen? Ja. Du musst immer den gleichen Weg wieder gehen dann? Ja. Das ist doch schwul. So. Yangtze. Da ist unser Trainingsort. Ja, so ein Spaß. Obwohl es geht. Du hast nur noch 18 Leben. Ja, ja. Ist ja nicht so, dass die so viel abziehen. Wenn ich sterbe, ist auch nicht so schlimm. Ja, muss nur 1000 Kilometer rennen. Hey? Hey? Du hast das Feuersperr nicht mehr an dem Feuersperr. Das ist ja nicht schlimm. Okay. La 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 la, das macht so viel Spaß. Ich weiß echt nicht, welche man braucht. 18, 19 vielleicht? Ja, irgendwie sowas. Können wir machen wir gleich einfach Schluss hier? Jo. Reden wir mit der Blume. Die sagt nichts mehr, was ist das denn für eine Blume? Ach, die arme Blume. Ihre unfreundlich geworden. Ja. Die ist böse, dass wir die Menschheit auch aufgeweckt haben. So verdammt, ey. Jetzt werden wir alle gerupft und verkauft. Nee, die ist böse, dass wir Jags wieder. Ja, das. Um Tiere wieder da fressen uns. Oh oh. Du willst noch mal sterben, oder? Ja! Du lachst dem Tod ins Gesicht. Hol Verstärkung, hol Verstärkung! Ey, du lachst dem Tod ins Gesicht. Verstärkt Nord. Er ist ein Freund, ey. Hol Verstärkung! Hol Verstärkung! Will er nicht! Er hat keine Freunde. Geil! So, können wir Schnitt machen. Ja, mach Schnitt.